Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Loot-Video. Ich sitze hier inmitten von Spielen, ich sitze vor Spielen, neben Spielen, hinter Spielen, wie auch immer, rings um mich rum Berge von Neuheiten tatsächlich. Ja, das Spiel ist vorbei, wir sind tatsächlich auch schon ein bisschen früher abgereist. Irgendwie hatte ich, wie soll ich sagen, eine Überdosis Spielemesse. Ich wollte einfach nur noch spielen, konnte keine Spiele mehr sehen, wollte einfach nur noch auspacken, an den Tisch sitzen und loslegen. Und jetzt stehen hier auch so viele tolle Spiele rum. Wir haben ja auch schon vor der Messe vieles zugeschickt bekommen von vielen Verlagen, wie von Scully Games, Abacus-Spiele, von Moses. Wir haben auch auf der Spiel einige Spiele quasi geordert, die uns noch zugeschickt werden. Das sind Spiele von Verlagen wie NSV, Huch, das ist auch ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt, was noch bei mir eintrudeln wird. Das ist Era of Tribes von Arne Lorenz. Da haben wir auch am Stand direkt mit dem Ruven ein Erklärübersichtsvideo gedreht. Finde ich persönlich ein tolles Spiel, sieht absolut genial aus. Das wird noch kommen. Glenmore 2 Chronicles wird noch bei uns eintrudeln. Diverses mehr. Spiele von Korax Games, die jetzt hier auch noch nicht mit auf dem Stapel sind. Da kommt noch vieles. Und wir haben auch einige Unboxings tatsächlich schon gedreht und sind dabei. Und ich muss jetzt hier mal meine Stimme etwas befeuchten mit ein bisschen Kaffee. Wir sind dabei, die ganzen Unboxings zu drehen. Ich habe gedacht, ich gebe euch jetzt mal einen kurzen Überblick. Die meisten Spiele sind tatsächlich noch einfoliert, was wir alles mitgenommen haben. Und da das so viel ist, da auch Georg einiges hat, Dennis einiges hat und wir so viele Spiele haben, die wir irgendwie vergünstigt bekommen haben, teilweise auch tatsächlich kostenfrei. Wir schreiben das ja auch unter die entsprechenden Videos immer drunter, damit wir da auch einfach die entsprechende Transparenz für euch entsprechend wahren können. Und es sind so viele Spiele, dass wir beschlossen haben, das Ganze in 4 oder 5 Loot-Teile zu unterteilen. Dieser erste Teil zeigt jetzt quasi hauptsächlich Spiele, die ich entweder zum Vollpreis mitgenommen habe oder zu einem reduzierten Preis bekommen habe. Die Videos von Georg und Dennis werden auch entsprechend genau das gleiche zeigen, Spiele zum Vollpreis und reduziert. Und dann werden wir zum Schluss nochmal ein Video machen mit Spielen, die wir zum großen Teil tatsächlich als freie Rezensionsexemplare bekommen haben. Ja, nach einem Schluck Kaffee fange ich auch direkt an. So, der Stapel neben mir ist ziemlich groß, keine Angst, der geht nicht bis auf den Boden runter, ich habe ein bisschen unterbaut. Anfangen möchte ich hier einfach mal mit Point Salad, das habe ich jetzt tatsächlich auch schon einige Partien gespielt, zu zweit und zu dritt, finde ich ziemlich cool, ist im Prinzip ein einfaches Kartenspiel, wo es auf der einen Seite die Punktewertungen drauf abgedruckt sind und auf der anderen Seite entsprechend Gemüse in 6 verschiedenen Sorten, Karotten, Rotkohl, Paprika, Zwiebeln, Salat und Tomaten. Ein witziges, kleines, pfiffiges Kartenspiel, macht Spaß, spielt sich schnell bis 6 Personen, coole Sache bei AEG. Und da waren auch die Schlangen ziemlich lang. Was unbedingt natürlich auch sein musste, ihr wisst, wir spielen gerne Hadara. Es gibt 2 Mini-Erweiterungen zu Hadara, die haben wir uns natürlich auf der Messe auch gekrallt, werden garantiert mindestens in einem der aufgetischt dann entsprechend auftauchen. Ja, wir haben ja beim Asmodee Presse-Event von Czech Games Edition Leather Jam gespielt und jetzt ist das ganze Jahr aber quasi bei Heidelberg wieder angesiedelt und wir haben bei Czech Games Edition natürlich auch Leather Jam mitgenommen. Da gab es diesen 9er Marker noch als Messe-Giveaway mit dazu, dass man auch längere Wörter bilden kann. Leather Jam, ein sehr cooles Wortspiel, kooperatives Wortspiel, was mir schon beim Probespielen unheimlich gut gefallen hat, sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich mich auf viele, viele interessante Partien freue. Deswegen musste das natürlich auch sein und war auch bei sowohl Dennis als auch bei mir in der erweiterten Top-Liste, also wäre in der Top 20 gewesen. Ja, dann sind wir an einem Stand vorbeigelaufen und da gab es im Wald, da sind die Räuber. Das hat Rüdiger schon in seinem Aufgetischt erwähnt und er ist großer Fan von diesem kleinen Spielchen für die Familie. Und ja, da sind wir dran vorbeigelaufen und heißt, erwürfle dein Spiel. Und Mareike hat dann gewürfelt und hat leider die höchstmögliche Zahl gewürfelt. So haben wir für 6 Euro die im Wald, das sind die Räuber, mitbekommen. Trotzdem ein günstiger Preis. Unser Dice-Fan hatte mehr Glück, Gwen hat tatsächlich eine 1 gewürfelt.
Naja, im Mittel waren wir wieder perfekt, ne? Gut. Cooper, nein, liegt auch noch hier, kommen wir nachher dazu. Robin von Loxley und Nova Luna, die zwei Neuheiten von Uwe Rosenberg, den wir natürlich auch obligatorisch wieder im Interview hatten. Das sind zwei Neuheiten, einmal von Edition Spielwiesen, Nova Luna, und von Wormgold, das Robin von Loxley. Robin von Loxley, ein reines Zwei-Personen-Spiel, wo es darum geht, quasi geschickter einfach zu sein wie der andere. Und ich finde, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus und habe es mir natürlich direkt von Uwe signieren lassen. Gleiches für Nova Luna, hier ein Blättchen-Legespiel mit dem Nebenmechanismus von Patchwork, auch hier direkt mit Autogramm natürlich. Ja, die habe ich auch schon ausgepackt, da sind die Unboxings inzwischen schon auf dem Kanal verfügbar. Auch schon ausgepackt und verstaut entsprechend in der Schachtel habe ich Cooper Island. Ihr wisst, das war eins der Spiele, die ich auf meiner Liste der Erwartungen draufgepackt habe, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Cooper Island musste natürlich mit. Klar, ein Expertenspiel wird vermutlich auch ein bisschen Hirnschmalz erfordern, da durch die Regeln durch alle durchzusteigen. Ich freue mich aber unheimlich drauf. Sehr viel tolles Material. Ich kann ja auch hier mal kurz aufmachen und es euch zeigen. Die Schachtel ist ziemlich gut gefüllt. Ist natürlich auch wieder so eine richtig schöne, epische Schlacht auf dem Tisch. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich meinen Platz für alles habe. Gut. Ebenfalls ein Spiel, heiß erwartet von uns, haben wir im Vorfeld zum Verlag schon Kontakt aufgenommen gehabt, haben gesagt, oh du, wir wollen das unbedingt wieder spielen, wir hatten mit dem letzten so viel Spaß, gemeint ist Detective Stories, in diesem Fall Fall 3 der Detective Stories, heißt Stillsee, ein einzigartiges Detektivspiel, steht noch unten drunter und wir sind unheimlich gespannt darauf. Empfohlen wird es bis 5 Spieler, wir haben die anderen zu zweit gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das auch zu zweit spielen werde. Ich werde natürlich das auch nicht auspacken vor laufender Kamera. Ich möchte euch da auch materialtechnisch nicht spoilern. Es wird aber, sobald wir es gespielt haben, natürlich ein Review kommen. Ich bin total heiß drauf. Soll wohl nicht ganz so schwer sein wie die anderen, aber natürlich doch wieder anspruchsvoll. Und am gleichen Stand, nämlich bei Adventure, habe ich dann bei folgendem Gadget zugegriffen. Da bin ich einfach schwach geworden. Schrödingers Katze in einer Box, quasi als Brettspiel, Würfel, Rätsel, eine kleine Box. Es ist einfach nur hier eine kleine Würfelbox, die man für 27 Euro auf der Messe erwerben konnte. Wo es darum geht, diese Box zu öffnen, das ist quasi ein Mini-Escape Room zum Mitnehmen, zum ins Regal stellen. Und da konnte ich einfach nicht dran vorbei. Super Sache, sehr cool, sehr cool, sehr cool. 30 bis 60 Minuten Knobelzeit. Ich werde mich heute Abend hinsetzen und versuchen, diesen Würfel zu öffnen. Und dann schauen wir mal, wem das am schnellsten gelingen wird. Bin ich sehr gespannt drauf und freue mich extrem. Und das wird natürlich sowas sein, was dann halt natürlich auch als Hingucker später im Spieleregal landen muss. Führt kein Weg dran vorbei. Ja, dann kommen wir hier ein bisschen zu kleinerem Stuff. Die Classic Goodie Box zum deutschen Spielepreis von Frosted Games. Wenn es schon keinen Adventskalender gibt, lieber Matthias, dann wenigstens die Goodie Box. Zu Ice Cool was dabei, für Imhotep, Just One, Puerto Rico und Leo muss zum Friseur. Ich habe noch nie reingeguckt. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt zusammen. Gesundheit, mein Schatz. Das machen wir jetzt einfach kurz zusammen. Unboxing im Video. War eigentlich so nicht geplant. Ah, wir schauen hier mal rein. Wir haben hier einige Kärtchen für Just One. Also wenn euch die Begriffe ausgehen, dann bekommt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 neue Karten mit je 5 Begriffen. Und wie könnte es anders sein? Es sind da natürlich Spiele und Autoren drauf. Concept, Tikal, Monopoly, Bruno Catala, Carcassonne oder Eric M. Lang, Bonanza, Terraforming Mars, Cluedo, Rainer Knizia, Rob Davio, Alan R. Moon, Seventh Continent, Jungle Speed, Saboteur, Antoine Bozard,
Splendor, Michael Kiesling, Seven Wonders, Star Rams und Bruno Faiduti und vieles, vieles, vieles mehr. Finde ich wieder eine sehr, sehr, sehr coole Idee. Die Walross-Erweiterung zu Ice Cool, was auch immer es damit auf sich hat, ist ein Walross. Stellen wir dieses Walross aufgebaut, vermutlich in die Schule, gehe ich mal davon aus. Und dann wird das, müssen wir da drum rumschnippen. Schauen wir mal ganz kurz. Wirfst du in einem Zug mindestens ein Walross um, bekommst du sofort einen Extra-Zug. Okay, witzig. Und Leo muss zum Friseur. Leo goes to the barber. Neue Blättchen hier. Eine Freibeuterrolle für Puerto Rico. Und für Imhotep ebenfalls eine Mini-Erweiterung. Es ist aber, glaube ich, ist es Imhotep oder Imhotep Duell? Es ist Imhotep. Ja. So, das zur DSP Goodie Box Classic. Das finde ich echt cool hier. Ja. Jetzt habe ich natürlich wieder was vergessen reinzuwerfen. Ja. Gut. Und dann haben wir hier Drachensachen von Wurmgold. Dieses Spiel wurde tatsächlich in einer Brettspielgruppe jetzt schon auf Facebook als Geheimtipp der kleinen Kartenspiele angepriesen. Jetzt bin ich noch gespannter drauf. Ja, ich stand eigentlich am Stand an, um mir Robin von Loxley zu holen. Und weil der Preis gestimmt hat, habe ich gesagt, diese Drachensachen, die sehen irgendwie lustig aus. Gefällt mir nämlich mit. Soll ein kleines Ärgerspielchen sein, geht bis 6 Personen, ist also auch von Vorteil. Es steht so ein Spieleabend ins Haus mit 6 bis zu 6 Personen. Und dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil da kannst du ja keine gescheiten Spiele spielen. Na, war die Überlegung, cool, kann man da spielen, sieht cool aus und der kleine Drache Kim braucht Hilfe. Dachte ich mir, passt, nehme ich mit. So. Und ich als Sammler hier teile natürlich mit vielen anderen Sammlern da draußen folgendes Leid. Man sitzt beim Spieleabend, da gibt es dann den, der die ganze Zeit am Chips naschen ist und nicht jeder putzt sich dann seine fettigen Finger irgendwo dran und dann sind die Karten fettig, das Spielmaterial oder noch schlimmer sind die Raucher, die sich dann direkt nochmal eine reinziehen, an den Spieletisch sitzen und dann riecht hinterher alles. Boah, ja. Und ihr wollt ja eure Spiele auch schützen und dann gibt es ja unter uns einige, die direkt sämtliche Karten, bevor sie das erste Mal gespielt werden, sliefen. Ich mache das tatsächlich nur mit Spielen, die viel gespielt werden und die wir es auch wert sind. Mint Condition ist so ein kleines Drafting-Spiel, bei dem wir versuchen, die möglichst weniger schlimmen Karten zu bekommen, um dann entsprechend unsere Spiele zu retten. Ein Spiel bis 5 Spieler dauert ca. 25 Minuten und auf unserem Kanal gibt es eine komplette Demo-Runde direkt bei Dachshund Games. Ein neuer kleiner Verlag, die Sabrina hat es uns vorgestellt und wir haben ein Exemplar mitgenommen. Wie gesagt, Mint Condition, wir schützen unsere Brettspiele. Und ich habe hier was im Regal stehen, das ist der Unterhändler. Ihr wisst, gehört zu meinen absoluten Lieblings-Solo-Spielen. Und jetzt gibt es hier tatsächlich die Erweiterung auf Deutsch bei Frosted Games. Das ist nämlich der Unterhändler Verbrechenswelle. Und da geht es quasi weiter mit neuen Möglichkeiten. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein komplettes Standalone-Spiel ist oder ob das eine reine Erweiterung ist. Das steht nämlich nicht drauf, dass man den Unterhändler braucht. Das heißt, es könnte sein, dass man das Spiel komplett unabhängig vom Unterhändler spielen kann. Muss ich mir auf jeden Fall anschauen, wird auch nochmal ein Unboxing kommen. Und ich musste mir von Matthias schon anhören auf der Messe. Du hingst mit deinen Let's Plays schon ein bisschen hinterher, ne? Ja, ich habe nicht mehr weitergespielt, aber es hat auch keiner mehr irgendwie kommentiert von euch. Spiel weiter, spiel weiter! Ja, und deswegen dachte ich, ja, okay, ich erstmal gediegen an. Muss ja nicht jeden Tag hier ein Unterhändler-Let's Play rauskommen. Vielleicht mache ich da tatsächlich weiter. Vielleicht nehme ich euch auch einfach bei so einer Erkundungstour mit bei der Verbrechenswelle. Wir werden sehen. So, und bevor ich zu 2 weiteren Spielen aus meiner Top 10 komme, ich glaube, ich muss mal meine Top 10 neben dran legen und über die noch ein bisschen philosophieren, kommen wir gleich dazu. Es gibt hier ein Spiel in unserem Spieleregal. Das gefällt sowohl Mareike als auch mir extrem gut. Es wird in der Familie sehr gerne gespielt. Die Rede ist von Zug um Zug. Ist jetzt zwar für euch ein bisschen hier
außerhalb des Blickfeldes, aber da steht einiges drin und die Zug um Zug-Reihe wird auch definitiv noch nach und nach vervollständigt. Dieses Jahr kam Zug um Zug Japan raus und natürlich muss Zug um Zug Japan ins Zug um Zug-Regal. Japan und Italien als Karten, neue Züge, wenn ich es richtig weiß, nämlich der Shinkansen. Und da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auf die erste Partie Zug um Zug. Es ist eine reine Erweiterung, das heißt, man braucht ein Grundspiel, anders geht es nicht. Steht auch ausdrücklich nochmal drauf, also da bitte nicht versehentlich nur dieses kaufen, dann wundern, warum es nicht spielen können. Zug um Zug Japan, ihr wisst, wir haben New York und auch London gespielt. War nicht ganz so überzeugt davon. London noch besser als New York, aber von der Japan-Erweiterung erhoffen wir uns dann doch ein bisschen was. Ist ja schon ein bisschen hart, von meiner Top 10 flattern tatsächlich erst noch 4 Spiele innerhalb der nächsten Wochen ein. Das tut ein bisschen weh. Ein Spiel, nämlich mein Platz 3, Cooper Island, liegt schon da unten neben mir. Und auch auf meiner Top 10 war Orleans Stories ein wahres Schwergewicht, ein riesiger Packen mit Insert, mit allem möglichen Zip und Zap und das Ding ist relativ voll. Es fühlt sich an wie so eine Orleans Big Box oder sowas in der Art und das Ganze mit Story, ich bin total fasziniert, was da alles in dieser Box drin war, als ich es ausgepackt habe. Unboxing sollte jetzt auch schon online sein oder heute online gehen. Ich bin total neugierig, zumal meine Orléans-Partie schon ein paar Tage her ist und ich erhoffe mir da doch einiges von Orléans Stories. Ja, und ein Exemplar aus meiner Top 10, das werden wir in Loot Video 4 dann vorstellen. Und meine Nummer 1 und auch Dennis Nummer 1 konnten wir zum Glück auch in Essen schon direkt anspielen. Bei DLP Games haben wir uns hingesetzt und konnten schon am Mittwochmittag eine Partie Maracaibo anspielen, nämlich eine Runde von 4 Spielrunden und dann war natürlich für mich sofort klar, mein Messe-Highlight, mein Muss-ich-haben-Spiel, Maracaibo von Alexander Pfister, ein super, super gehobenes Kennerspiel mit einem Mechanismus, bei dem man andere unter Druck setzen kann, sehr fein verzahnt mit Karten, die man auf verschiedene Weise nutzen kann. Und da bin ich unheimlich gespannt drauf, wie sich das dann in der ganzen Partie spielt. Super klasse. Und damit möchte ich es auch belassen dabei. Mein Messe-Highlight, vielleicht auch, weil ich es anspielen konnte. Wir haben natürlich noch sehr viele Spiele gesehen, die wir interessant fanden. Wie gesagt, einiges aus meiner Top 10 trudelt innerhalb der nächsten Tage und Wochen ein. Und dann liegt da ja noch einiges in greifbarer Nähe. Viele kostenfreie Rezensionsexemplare, ganz, ganz, ganz toller Stuff. Und wir werden jetzt natürlich die nächsten Tage auch so ein bisschen unser Kanal, wie soll ich sagen, verhalten, unsere Videos ein bisschen anpassen. Ihr werdet nämlich noch unsere Loot-Videos sehen, ihr werdet noch Interviews von der Messe sehen, ihr werdet Unboxings sehen. Die Unboxings ziehen wir auch in den nächsten Wochen noch weiter durch, allerdings kehren wir dann auch so ein bisschen zur Normalität zurück und es kommt nach und nach auch wieder der normale Videocontent, den ihr gewohnt seid. Das sind montags unsere aufgetischt, dienstags unsere Quickshots, das wird nächste Woche wieder losgehen, diese zwei Serien. Und donnerstags dann besondere Brettspiele oder Gateway Games oder Mottenkisten-Videos und freitags die News. Das werden wir wieder leben lassen ab nächste Woche. Und solange müsst ihr euch jetzt noch diese Woche gedulden, kommt quasi Messe nachwehen, jede Menge Unboxings und ihr habt natürlich jetzt die Chance, haut in die Tasten, schreibt in die Kommentare, was eure Highlights sind, welche Spiele von denen ihr sofort sehen wollt, was euch besonders interessiert. Natürlich bei den kleinen Spielen ist es leichter innerhalb von einer Woche, zwei Wochen ein Review zu machen, als wenn ich hier jetzt ein Maracaibo oder ein Orleans Stories nehme. Das kann ich nicht innerhalb von einer Woche fünfmal, zehnmal spielen. Das funktioniert im Normalfall nicht. Da müsste ich mir dann durchgehend Urlaub nehmen. Auch wenn wir tatsächlich schon wieder einen Spieletag angesetzt haben, da versuchen wir natürlich auch das ein oder andere wegzuspielen.
Und da werden wir dann nochmal gemeinsam von berichten, denke ich. Zumindest Georg und ich werden da ein bisschen was videotechnisch dann aufbereiten. Und jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit unseren Videos, mit den Messevideos, mit den Loot-Videos von Georg und Dennis und dann unserem gemeinsamen Loot-Video. Bis dahin jetzt viel Spaß beim Spielen, macht's gut und wir sehen uns. Tschüss!